Ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein leckeres Börek-Rezept für euch mit Hackfleisch, aber mit fertigen Jufka. Das Besondere an diesem Börek ist einmal die Füllung und wie das vorbereitet ist. Und eine Geheimzutat habe ich natürlich für euch auch. Das nennt sich bei uns Yalancı Su Böreği, falscher Wasserbörek, weil das nämlich genau danach schmeckt. Ist natürlich viel, viel einfacher. Dafür braucht ihr kein Hefe, kein Mehl. Ihr braucht nur im türkischen Laden Jufka zu kaufen und dann ist es auch auf die Schnelle vorbereitet und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich werde erstmal die Füllung vorbereiten. Dafür habe ich 600 Gramm Hackfleisch, so eine kleine Schale Korinthen. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer und ein Viertel Teelöffel Zimt. Das ist eine besondere Füllung. Dann habe ich einen halben Bund Petersilie klein geschnitten, eine kleine Schale Pinienkerne, eine Zwiebel schön klein geschnitten und eine kleine Schale Walnüsse, grob gehackte Walnüsse. Zuerst habe ich die Zwiebeln in Olivenöl angebraten und anschließend das Hackfleisch hineingegeben. Das Hackfleisch wird dann auch mit den Zwiebeln sehr schön angebraten. Wie gesagt, das ist wirklich eine besondere Füllung. Das Hackfleisch wird so lange angebraten, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Erst nachdem das Hackfleisch richtig angebraten ist, gebe ich Salz, Gewürze und die restlichen Zutaten hinein und vermische das einmal. Ganz zum Schluss gebe ich dann kleingeschnittene Petersilie hinein und mache auch den Herd aus und lasse die Füllung vollständig auskühlen. Die Füllung muss wirklich auskühlen, weil wir ja fertigen Jufka nehmen, welches für Baklava geeignet ist. Wenn die Füllung zu heiß ist, dann gehen die Jufkas kaputt. So, fertig ist dann die Füllung. Ich habe eine Packung Jufka genommen, welches für Baklava geeignet ist. Diese Jufkas sind sehr, sehr dünn und in einer Packung sind 20 Stücke drin. Die mache ich erstmal auf. Die Jufkas könnt ihr dann auch so gestapelt wieder auf eure Arbeitsplatte geben und auf eine Seite kommt dann die Füllung und dann wird das eingerollt. Ihr müsst einfach gucken, ob ihr jetzt ein Jufka nimmt oder zwei Jufkas. Wie gesagt, die sind sehr, sehr dünn. Einfach einrollen. Ihr könnt die Füllung auch am Vorabend vorbereiten, dann ist das nächsten Tag für euch leichter. Jetzt wird das zu einer Schnecke geformt und ich gebe das dann auf ein Backblech, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe. Ich nehme dann so ein rundes Blech. Die restlichen Jufkas werden genauso vorbereitet und werden dann um diesen Teig herum einfach gewickelt. Ihr müsst einfach gucken, je nachdem wie groß euer Blech ist, bekommt ihr ein Blech oder zwei Bleche raus. Ihr könnt die Füllung natürlich auch beliebig nach eurem Geschmack ändern. Wichtig ist, dass ihr das nicht zu fest einrollt, dass ihr ein bisschen Platz lässt zwischen den Jufkas. Bei diesem Börek ist nicht nur die Füllung besonders, sondern auch die Vorbereitung. Ich sage euch mal gleich, es wird nämlich eine Soße vorbereitet, damit die Jufkas richtig schön weich werden. Also das wird so wie Su-Börek, Wasserbörek bei uns. Und so sieht das Ganze dann erstmal aus. Jetzt bereite ich die Soße vor. Dafür habe ich zwei Eier, drei Esslöffel Joghurt und so ungefähr 4 Esslöffel Öl genommen. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Ich mache das immer nach Gefühl. Ihr könnt dann ein bisschen Salz hineingeben. Wie gesagt, richtig schön schlagen. Dann habe ich mein Börek damit bestrichen und den Rest auch einfach darüber gegeben. Das war aber nicht alles. Ich habe nämlich noch ein Geheimzutat für dieses Börek. Davor habe ich mein Börek aber schon mal in Stücke geschnitten, damit ich später keine Probleme habe, wenn das Börek fertig gebacken ist. Erstens könnt ihr das später
besser schneiden. Zweitens wird die Soße dann auch schön nach innen eingezogen. Wie groß ihr die Stücke halten möchtet, ist natürlich euch überlassen. Jetzt kommt nämlich das Besondere. Ich gebe so ungefähr 150 ml Mineralwasser, Selta, darüber. Einfach darüber geben, das schwimmt so richtig, das ist so richtig, und dann lasse ich das so ungefähr 10 Minuten ziehen. Ihr seht aber jetzt schon diese Bläschen, und dadurch wird das schön saftig innen und oben richtig knusprig. Könnt ihr das so erkennen? Das sieht jetzt schon richtig super lecker aus. Die Bläschen könnt ihr sehen, ne? Das ist wirklich ein besonderes Börek-Rezept. Wir haben ein Zuberek, Wasserbörek nennt sich das, ist sehr aufwendig zum Vorbereiten. Das wird genauso, und deswegen nennt man das bei uns falsche Zuberek. Ich habe meinen Ofen schon auf 200 Grad vorgeheizt und werde mein Börek dann bei 200 Grad schön goldbraun backen. So, mein Börek ist raus aus dem Ofen und das duftet so richtig bei mir. Und ihr seht, also das sieht richtig super, super lecker aus. Jetzt könnt ihr euer Börek einfach an den Stellen, wo wir das vor dem Backen geschnitten haben, auch leicht schneiden. Das sieht aber richtig original wie Zuberek, Wasserbörek aus, und das hat auch wirklich danach geschmeckt. Jetzt schneide ich mein Börek für euch einmal an und probiere das, aber ich kann euch sagen, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Es ist wirklich super einfach, da ihr keinen Teig vorbereiten müsst. Yufka bekommt ihr in jedem türkischen Laden, und wie gesagt, das ist einmalig. Es ist zwar noch sehr heiß, aber ich möchte euch einmal die Füllung zeigen. Ihr hört jetzt gleich, wie knusprig das geworden ist, und innen ist das richtig schön weich geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.